Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich denke, viele Leute, die sich eine Drohne für weit mehr als 1000 Euro mittlerweile kaufen, spielen mit dem Gedanken, ähnlich wie es vielleicht auch Hobbyfotografen machen, mit so einem professionellen Gerät auch auf irgendeine Weise Geld zu verdienen. Leider ist es mittlerweile aber schon so, dass selbst das Erstellen von Flugaufnahmen für einen monetarisierten YouTube-Kanal als gewerbliche Handlung zählt. Zwar darf ich mit einem Abfluggewicht unter 2 Kilo auch ohne jeglichen Kenntnisnachweis gewerblich tätig sein. Der große Führerschein nach § 21d bietet mir neben dem höheren Gewicht dann aber noch einen entscheidenden Vorteil. Denn nur dieser erlaubt es einem, eine Ausnahmeerlaubnis bei der zuständigen Landesluftfahrtbehörde zu beantragen für die zahlreichen Flugverbote, die es ja mittlerweile gibt. Woher ich meinen Führerschein habe, was meine Erfahrungen sind und vor allen Dingen, was so etwas kostet, möchte ich heute in diesem Video besprechen. Also, viel Spaß! Bei meiner Suche bin ich auf den Sponsor des heutigen Videos gestoßen, copter-profi.de, die mir die Möglichkeit gegeben haben, den Lehrgang und die Online-Prüfung durchzuführen. Man kann also alles von zu Hause am PC erledigen und muss nicht, wie sonst üblich, zu einer Präsenzprüfung erscheinen. Für meine Zuschauer gibt es zudem noch einen Rabattcode unten in der Videobeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Tutorial zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Kenntnisnachweis, dem umgangssprachlichen Drohnenführerschein. Der Online-Kurs teilt sich in 7 Lerneinheiten auf, zu denen es jeweils ein Video gibt. Die ersten 3 behandeln das Thema Luftrecht und es geht um Begriffsbestimmungen, luftrechtliche Grundlagen, Luftraumstruktur und so weiter. Im 4. Teil geht es um die Meteorologie, also Wind, Temperatur und Niederschlag. Die nächsten beiden Abschnitte über Flugbetrieb und Navigation behandeln Flugvorbereitungen, Risikoabschätzung und den Umgang mit unerwarteten Situationen. In der letzten Einheit geht es dann noch einmal um praktische Hinweise und um den Ablauf der Prüfung. Die Videos sind verständlich gemacht, könnten eventuell noch professioneller sein, schaffen es aber in einer Gesamtlänge von 1 Stunde und 20 Minuten, den kompletten Stoff für die Prüfung zu bearbeiten. Natürlich kann man beliebig oft pausieren und wiederholen, sodass man an 2 oder 3 Abenden ausreichend für die Prüfung vorbereitet sein sollte. Am Ende gibt es noch die Möglichkeit, sein Wissen anhand eines Übungstests zu kontrollieren, um ein Gefühl für die Multiple-Choice-Fragen in der echten Prüfung zu bekommen. Das Spannendste ist aber der Ablauf einer Online-Prüfung. Ihr braucht ein Zimmer, in dem ihr alleine seid, einen Laptop oder PC mit Webcam und noch ein Smartphone, was als zweite Kamera genutzt wird. Hierin liegt auch der Grund, dass man so eine Prüfung aus der Ferne ablegen darf. Denn während dem Test sieht der Prüfer einen somit ständig aus 2 Kamerawinkeln und kann sicherstellen, dass man keinen Täuschungsversuch unternimmt. Zusätzlich wird der PC-Bildschirm übertragen und man steht auch die ganze Zeit über das Mikrofon in Verbindung und kann gegebenenfalls Verständnisfragen klären. Zur Beantwortung aller Fragen hat man online 45 Minuten Zeit, was wirklich reichlich bemessen ist. Ich war nach 30 Minuten fertig und das Ergebnis wird einem dann sofort mitgeteilt. Zum Bestehen braucht man in jedem Fach mindestens 75% der Punkte. Die Prüfung darf bei copter-profi aber auch 2-mal wiederholt werden. Nachdem ich mich eigentlich lange davor gedrückt habe, einen Schein für meine Drohnen unter 2 Kilo hier zu machen, bin ich nun froh, diesen zu haben, um auch meine Videos oder auch Dienstleistungen, ihr findet meine Kontaktdaten unten in der Beschreibung, auch legal anbieten zu können. Der Kurs inklusive Online-Prüfung kostet 299 Euro, aber durch meinen Gutscheincode könnt ihr da nochmal ein bisschen sparen. Ich hoffe, dieses Video war auch für euch interessant. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, denn zu diesem Thema könnte man noch wesentlich mehr behandeln, wie zum Beispiel eine gewerbliche Drohnenversicherung oder überhaupt das Aufmachen eines Gewerbes für YouTube. Also, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.